Aber es gibt so Situationen, die einem entgleiten. Und dafür ist das Buch wirklich super und wohlfeil. Also es ist ja viel zu billig, das Buch, weil man kann viel Geld damit sparen und auch viel Kummer und viele schlaflose Nächte. Was Sie schon immer über Alkohol und Autofahren wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Diese Anleitung zum Führerscheinentzug sagt es Ihnen. Als Verkehrspsychologin, die viele Nachschulungen schon geleitet hat, ist es mir natürlich ein Anliegen, dass man sich bereits vor einem Führerscheinentzug mit dem Thema auseinandersetzt, wie man diesen eben verhindern kann. Dass gerade die Vorweihnachtszeit viele alkoholische Verführungen bietet, ist auch der Exekutive nicht ganz unbekannt. Die Überwachung selbst wird immer enger. Es wird immer mehr investiert in die Überwachung des Verkehrs, speziell auf Alkohol. Womit fahren Sie heute heim? Ich fahre heute mit einem Freund heim. Ich habe einen sehr netten Bruder, der mich dann immer holt und das ist kein Problem. Indem ich meinen Sohn abholt, der hat heute Abendschule. Wie viel dürften Sie trinken für 0,5, schätzen Sie? 2 Gläser, das dürfte sie ausgehen. Okay, das heißt, eins ging halt noch? Werden wir sehen. Die Anleitung zum Führerscheinentzug. In diesem Buch findet man Informationen zur aktuellen Gesetzeslage, der Wirkung von Alkohol auf Geist und Körper und vor allem eines: Tipps, wie man seinen wertvollen Schein behält. Ja, ja, der Wein ist gut. Ich brauch keinen Eichenhut. Ich setz mir einen auf, bevor ihr Wasser sauft. Alkohol und Autofahren sind keine gute Mischung. Deshalb besser vorher lesen als nachschulen.